herbstlich trübe Stimmung herrscht nicht nur hier aktuell beim Videodreh, sondern tatsächlich auch bei euch da draußen, bei vielen Autokäufern. Zum einen, viele können sich aktuell kein Auto leisten, wollen sich auch ein aktuelles Auto leisten. Zum anderen, die sich kaufen wollen, für die ist natürlich die große Frage, ja, was soll ich mir denn da überhaupt zulegen? Vollelektrisch, Plug-in-Hybrid, Verbrenner oder was gibt es denn da noch? Da gibt es tatsächlich noch etwas und auf das wollen wir heute genauer eingehen mit unserem Fahrzeug hier vor der Kamera, dem Honda HR-V e-HEV. Kommen wir aber noch mal kurz zurück, um noch mal den Einstieg korrekt zu schaffen. Rein elektrische Fahrzeuge sind sehr gefragt, freuen sich auch sehr hohe Beliebtheit und es ist auch der Weg, den wir wohl in Zukunft bestreiten werden. Bis dahin allerdings gibt es noch einige Hürden zu meistern. Zum einen die hohen Einstiegspreise, die sich nicht jeder leisten kann. Zum anderen ist nicht für jeden die Möglichkeit gegeben, zu Hause zu laden. Oder er möchte auch schlicht und ergreifend nicht zu Hause laden, sondern die normale Infrastruktur nutzen. Und die ist teilweise eben auch noch ein bisschen Rückschritt behaftet. Also ist die große Frage, was sollen wir uns dann kaufen? Der Plug-in-Hybrid wäre ja diese sogenannte Brückentechnologie gewesen, die vor allem die deutschen Hersteller ins Auge gefasst haben. Das Thema hat sich aber dann 2023 erledigt, wenn nämlich Ende 2022 die Förderung für diese Fahrzeuge ausläuft. Dann werden lediglich Geschäftswagenkunden noch versuchen, solche Fahrzeuge zu bekommen, denn mit einem vergünstigten Steuersatz können diese Fahrzeuge natürlich dann von den Arbeitnehmern günstig genutzt werden. Das werden aber viele Arbeitgeber jetzt mittlerweile auch nicht mehr akzeptieren, denn aufgrund der erhöhten Kraftstoffkosten, weil die Fahrzeuge sehr selten geladen werden, werden hier viele Flottenbetreiber sagen, dass uns diese Fahrzeuge nicht mehr in diese Flotte aufgenommen werden. Somit könnte natürlich wieder ein Revival des sogenannten Verbrenners kommen. Aber von dem wollen wir ja so ein bisschen weg. Wir wollen ja schon eher Richtung Elektrifizierung. Also braucht es vielleicht noch eine andere Brückentechnologie. Und die steckt eben hier im Honda HR-V e-HEV drinnen. Ein sogenannter Vollhybrid. Wir haben hier einen 1,5 Liter Vierzylinder Saugmotor verbaut, der gekoppelt ist eben an einen Elektromotor und eine kleine Pufferantriebsbatterie mit unter 2 Kilowattstunden Leistung. Was das Ganze soll, ist natürlich die große Frage, aber ganz klar ist hier, das Konzept, so möchte ich euch natürlich kurz vorwegnehmen, das soll einfach hier sein, der Motor treibt die Räder nur im oberen Geschwindigkeitsbereich an, um da dann effizienter zu arbeiten. Bis dahin, ansonsten arbeitet der Motor hier als Generator, spult dann Energie in die Batterie ein, aus welcher dann sich der Elektromotor bedient, der ausreichend kräftig ist, die Vorderräder antreibt und somit das Fahrzeug auch über weite Strecken elektrisch fahren lässt. Die Antriebsbatterie kann aber nicht extern aufgeladen werden, also muss hier auch nicht ein Kabel etwa im Kofferraum ungenutzt rumliegen. Was das Ganze bringt, werden wir heute sehen, denn wir nehmen den Honda HR-V mit auf Verbrauchsrunde. Und dazu lade ich euch ein, mein Fahrgast zu sein, euch informieren zu lassen, unter anderem über die Platzverhältnisse, über das Fahrverhalten, über den Innenraum, über die Preise werde ich euch natürlich informieren und am Ende auch natürlich über das Thema Verbrauch. Und da erhoffe ich mir heute etwas, denn ein Honda Vollhybrid stand hier schon einmal vor der Kamera und das war der Honda Jazz, der sensationelle 3,9 Liter lediglich auf dieser Verbrauchsrunde konsumiert hat. Und jetzt wollen wir heute mal herausfinden, was dieses kompakte SUV hier zu leisten imstande ist. Und damit herzlich willkommen bei UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu diesem Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Kanal ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, das Video liked und gerne eure Meinung in der Kommentarbox hinterlasst, damit wir am Ende dieses Videos auch ein wenig diskutieren können. Jetzt steigen wir ein, legen los und auf geht die Fahrt.
Auch Honda wird zu einer vollelektrischen Marke werden in naher Zukunft. Bis dahin nutzt man weiterhin die Brückentechnologie des Vollhybriden, auch hier beim HRV. Aber den Transformationsprozess hin zu vollelektrischem Fahrzeug, den können wir im Design bereits erkennen, nämlich beim HRV hier in Form des lackierten Kühlergrills, wo man fast schon meint, es ist eine geschlossene Maske. Doch man sieht die kleinen, aber feinen Lufteinlässe, die das Fahrzeug weiterhin benötigt, nämlich aufgrund des verbauten Verbrennungsmotors. Aber im Design an sich bereits erkennbar, ein sehr cleanes Design. Wir haben schmale Voll-LED-Scheinwerfer hier, wir haben wenig besondere Ecken, Kanten, sondern alles wirkt eher etwas rundlicher, und das ist vielleicht auch der größte Veränderungspunkt gegenüber dem Vorgänger, der dann eher noch ein bisschen das eckigere SUV mimte. Haben wir hier schon ein etwas rundlicheres, gefühlt aerodynamisch optimierteres SUV-Fahrzeug vor uns stehen. Dennoch bleibt der SUV-Charakter hier bestehen. Das Fahrzeug ist 4,34 Meter lang, hat eine Bauraumhöhe von 1,58 Meter und eine Fahrzeugbreite von 2,03 Meter inklusive der deutlich gewachsenen Außenspiegel, die jetzt auch weiter nach hinten verlagert wurden auf die Fahrer- und Beifahrertür. Das muss nicht jeder unbedingt perfekt mögen, denn gerade kleinere Personen, die eher weiter vorne sitzen, werden sich etwas schwer tun mit dem Winkel beim Schauen auf die Außenspiegel. Personen, die größer sind und weiter hinten im Sitz oder vom Lenkrad entfernter sitzen, die schauen wunderbar auf diese Außenspiegel, die aber eine große Glasfläche bieten und damit einen positiven Einfluss auf die Rundumsicht haben. Ein weiterer Punkt, den der HRV hat, wie schon erwähnt, ist natürlich die SUV-Ausarbeitung. Wir haben nämlich hier eine erhöhte Bodenfreiheit von 18,8 cm, was im Umfeld im deutlich oberen Bereich liegt. Das heißt, das Fahrzeug hat viel mehr Bodenfreiheit zu bieten als die Mitbewerber wie etwa ein Ford Puma oder ein VW Taigo bzw. ein Kia Stonic. Am Heck sehen wir dann auch ebenfalls wieder einen eher rundlichen Heckabschluss, aber etwas erhöht, und vor allem auch eine sehr schöne Leuchtengrafik der Voll-LED-Rücklichter mit einer durchgängigen Leuchtband am Heck. Blicken wir dem Honda HR-V dann einmal hinter die sich elektrisch öffnende Heckklappe. Da haben wir einen eher kleineren Kofferraum mit 319 Litern Stauraumvolumen. Das können sicherlich die Mitbewerber besser. Woran liegt's? Hier ist kein doppelter Laderaumboden verbaut aufgrund der Hybridtechnik. Wir haben allerdings eine Variabilität in der Hinsicht. Wir haben eine 2/3, 1/3 umlegbare Rücksitzbank und haben dann ein maximales Stauraumvolumen von 1289 Litern. Den echten Trick und das echte Highlight bietet sich allerdings erst auf der Rücksitzbank. Nicht der bessere Einstieg hier durch große Türausschnitte ist das Highlight oder aber die Kopffreiheit, denn die ist wirklich gut, sondern die Beinfreiheit. Wir haben richtig viel Platz nach vorne. Das ist schon fast Oberklasseniveau, muss man sagen, was wir hier an Beinfreiheit haben. Die Sitzbank ist angenehm hoch montiert, ist straff montiert, die Neigung der Lehne passt, auch die Höhe der Kopfstütze ist richtig ausreichend. Wir haben natürlich Isofix-Verankerungen an den Außenpositionen. Wir haben auch Luftaustritte in der Mittelkonsole sowie USB-Anschluss, also Strom ist ebenfalls vorhanden für die Frontpassagiere. Einziges Manko, was ich habe, sind, es gibt leider keine Sonnenschutzrollos, und die Sonnenschutzverglasung ist echt teuer mit über 1200 Euro. Also Honda, das muss definitiv günstiger gehen. Aber wie schon erwähnt, es gibt hier ein echtes Highlight, denn Honda verbaut hier seine Magic Seats, und die bedeuten, dass man die Sitzbank aufstellen kann. Kann man aufklappen und hat dann die Möglichkeit, den Fond als zusätzlichen Stauraum zu nutzen für hohe Sachen wie etwa Topfpflanzen, oder man kann sogar ein Fahrrad hier quer reinstellen. Also das erhöht die Variabilität ungemein des Honda HR-V, auch wenn das Gepäckraumvolumina es erst einmal gar nicht so erwarten lässt. In der ersten Sitzreihe dann sitzt es sich äußerst kommod, leicht erhöht auf bequemen Sitzen, straffer Polsterung, einzig etwas mehr Schenkelauflage
und auch etwas mehr Kontakt bei schnell gefahrenen Kurven hier im Schenkelbereich würde den Sitzen durchaus gut stehen. Der Blick auf den Instrumententräger dann allerdings gibt keine Rätsel auf. Alles ist hier wirklich intuitiv und einfach zu bedienen, auch dank vieler physischer Regler am Multifunktionslenkrad oder am Klimabedienteil mit zwei Zonen ist die Klimaautomatik hier auch echt gut aufgestellt, auch im Wettbewerberumfeld. Wir haben viele nur noch eine Einzonen-Klimaautomatik. Auch die Regler lassen sich fein bedienen, haben ein feines haptisches Feedback, fast schon auf Audi-Niveau. Der Media Screen, der hier senkrecht auf am Armaturenträger thront, der bietet auch eine gute Auflösung. Zusätzlich auch haptische Regler für Lautstärke oder aber Taster, um schnell wieder ins Heimmenü zurückzukehren. Apple CarPlay und Android Auto sind natürlich auch mit an Bord, wobei das Apple CarPlay wireless umgesetzt ist, etwas schade in meinen Augen ist. Es ist zwar eine Ablage für das Smartphone vorhanden unterhalb des Klimabedienteils, aber hier gibt es leider keine induktive Lademöglichkeit. Zwei USB-Anschlüsse sind dafür dann für die Stromversorgung des Smartphones zuständig. Sehr schön finde ich auch die Luftausströmer im Armaturenträger an der Seite. Da gibt es dann auch einen haptischen Regler, den man dann einstellen kann mit dem Luftstrom. Auch hier ein feines Klickgeräusch. Also das ist richtig edel. Auch die Gesamtmaterialien hier sind durchweg hochwertiger, als es das Mitbewerberumfeld teilweise zu bieten hat. Beim Antrieb setzt Honda weiterhin auf den EHEV genannten Vollhybrid. Das ist eine Besonderheit. Wir haben ja einen seriellen Hybridantrieb. Der Verbrennungsmotor, ein 1,5 Liter Sauger mit 107 PS und 131 Newtonmetern Drehmoment, der treibt die Räder lediglich im oberen Geschwindigkeitsbereich an. Alles darunter, da dient der Antrieb lediglich als Generator und lässt den Elektromotor die Vorderräder antreiben. Der Elektromotor hat eine Kraft von 96 kW bzw. 131 PS und 253 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Damit beschleunigt er das Fahrzeug aus dem Stand auf Tempo 100 in 10,7 Sekunden. Die eingetragene Höchstgeschwindigkeit liegt bei 170 Stundenkilometer. Viel entscheidender aber als diese Werte sind natürlich die Art und Weise, wie der Antrieb den 1,5 Tonnen schweren Honda HR-V bewegt. Und das tut er vorwiegend eben elektrisch. Und das ist die Besonderheit. Wir haben zwar nur eine kleine Pufferbatterie oder Antriebsbatterie hier mit unter 1,8 Kilowattstunden Fassungsvermögen, aber das reicht aus, um den Wagen im Alltag sehr häufig über viele Strecken elektrisch fahren zu lassen. Und dies sorgt natürlich dann auch dafür, dass der Verbrauch nachhaltig sinkt. Das konnte ja zum Beispiel der Honda Jazz hier bereits eindrucksvoll beweisen. Mit lediglich 3,9 Litern auf unserer Verbrauchsrunde ist der mittlerweile auf Platz 2 im Ranking, was das die sparsamsten Fahrzeuge anbelangt. Der wurde lediglich geschlagen durch einen weiteren Hybriden, nämlich den Suzuki Swayze. Dazu findet ihr das Video unten in der Videobeschreibung. Wie fährt sich aber der Honda HR-V in der Praxis? Wir haben ein eher straff ausgelegtes Fahrwerk. Wir haben hier 18 Zoll Leichtmetallräder verbaut und der Wagen liegt sauber und gut auf der Straße, bietet aber auch noch genügend Komfort auf schlechtem Untergrund. Also hier braucht man sich nicht irgendwie unwohl zu fühlen. Das Fahrzeug schaukelt auch nicht in Kurven. Er bleibt sehr stabil unter Ausnutzung der vollen Zuladung von über 400 Kilo. Dann ist das Fahrzeug immer noch super gefedert, hat immer noch genügend Federweg zur Verfügung, auch für schlechte Straßen oder welligen Untergrund. Die Lenkung bietet eine gute Rückmeldung, ist ein Tick zu leichtgängig in meinen Augen, aber das passt hier richtig gut und passt auch insgesamt zu diesem eher leicht sportlich orientierten SUV-Charakter, der so ein bisschen im Urbanen hier durchaus sportlich vorankommen möchte, aber auch eben nicht hier unnötig mit Straffheit die Insassen drangsalieren möchte.
Fahrassistenzsysteme gibt es natürlich auch hier im Honda HR-V und davon eine Menge. Das Fahrzeug kann sogar teilautonom auf der Autobahn pilotieren. Das heißt, die Spurführung ist automatisch, wird auch der Abstand eingestellt. Wir haben aber auch solche Assistenzsysteme an Bord wie einen Notbremsassistenten oder Querverkehrswarnung. Der Honda HR-V ist ein richtig gutes SUV der Kompaktklasse, das muss man klar sagen. Er hat sehr, sehr viele Vorteile. Zum einen sehr umfangreiche Assistenzsysteme, die sehr gut funktionieren. Ein tolles LED-Licht ist hier auch bereits schon verbaut. Die Optik, mir gefällt er gut, vor allem auch mit diesen versenkten Türgriffen hier hinten. Das hat schon etwas Feines und was Coupé-haftes. Bei den Platzverhältnissen schlägt er sozusagen alles in diesem Umfeld mit diesen Magic Seats. Viel Beinfreiheit, extreme Variabilität. Der Wagen fährt sich sehr ruhig und entspannt. Es ist auch ein entspanntes Fahrzeug. Das liegt auch daran, dass wir eben diesen Hybridantrieb haben, der eher etwas phlegmatisch gelegentlich mal ist, der sehr laut wird, wenn man ihn ausdreht oder Leistung abruft. Das zeigt einfach, der Wagen möchte eher komfortabel gefahren werden. Da könnte der Federungskomfort hier und da noch ein bisschen weicher sein. Das ist so Citroën-Spezialität, die da mir gerne fehlen würde. Bei der Optik finde ich ihn sehr ansprechend, vor allem mit diesem lackierten Kühlergrill. Und beim Preis-Leistungs-Verhältnis punktet der Honda ebenso wie mit der tollen Verarbeitungsqualität und den sehr feinen Materialien, die hier überhalb der Mitbewerber für meine Begriffe steht. 35.900 Euro kostet unser Testwagen, so wie er hier steht. Und das ist für meine Begriffe hier gar nicht mal so viel Geld. Wir kriegen hier echt einen guten Antrieb. Wir kriegen einen modernen Antrieb, ein sehr modernes Fahrzeug mit vielen Sicherheitssystemen, wie gesagt, viel Platz und eben einer tollen Ausstattung. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Warum? Ganz einfach, ich hatte mir tatsächlich etwas mehr beim Verbrauch gewünscht. Warum? Ganz einfach, ich hatte schon zwei Vollhybride hier auf dem Kanal, unter anderem den Suzuki Swayze. Das ist quasi der umgelabelte Toyota Corolla Kombi, der hier immer noch den Rekord auf dieser Runde hält mit 3,8 Litern Durchschnittsverbrauch. Und dann hatten wir den Bruder hier vom Honda HR-V, den Jazz, der auch mit rund 4 Litern bereits oder mit unter 4 Litern, sogar mit 3,9 Litern begeistern konnte. Und jetzt steht der HR-V hier und 5,4 Liter sind angegeben laut WLTP-Zyklus. Und genau den haben wir auch ziemlich genau erwischt. 5 Liter laut Bordcomputer, 5,2 Liter laut Tankung. Das ist ein guter Wert, keine Frage. Das liegt immer noch so ungefähr 1 Liter im Schnitt unterhalb den Mitbewerbern ohne Hybridanteil. Und von dem her ist es immer noch ein sehr, sehr guter Verbrauch. Wenn man ihn sehr ruhig und entspannt fährt, dann kann man mal so knapp unterhalb die 5 Liter runterrutschen. Aber ich glaube, unter die 4,5 Liter wird man hier mit dem HR-V einfach nicht kommen. Dennoch, wie gesagt, ein sehr gutes Auto und auch eine echte Empfehlung für euch da draußen. Jetzt dürft ihr mir aber unten in die Kommentarbox schreiben, wie euch der Honda HR-V gefällt, was ihr grundsätzlich vom Hybridantrieb haltet oder für welches Antriebskonzept ihr denn eigentlich seid. Ich bin sehr gespannt, lasst uns diskutieren. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls nicht schon getan. Gebt dem Ganzen hier gerne ein Like und dann freue ich mich, wenn ich euch demnächst wieder hier bei UbiTestet begrüßen darf. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage danke fürs Reinklicken. Tschüss und Servus, euer Ubi.